Für die Maschinen ist es insbesondere sehr wichtig, dass wir sie normgerecht bauen. Und die Sicherheitstechnik spielt dabei eine immer entscheidendere Rolle. Insbesondere Spindelantriebe und auch Vorschubantriebe starten wir mit Frequenzumrichtern aus. Jürgen Michael Weinig AG ist mit weltweit knapp 2200 Beschäftigten Weltmarktführer im Bereich von Maschinen und Produkten, Systemen rund um die Massivholzbearbeitung. Bisher bauen wir die Sicherheitstechnik quasi um den Antrieb herum. Das heißt, wir haben neben dem Frequenzumrichter periphere Geräte wie Überdrehzahlschutz und Stillstandswächter montiert oder installiert. Und unser Ziel ist es natürlich für die Zukunft, diese Sicherheitstechnik in den Frequenzumrichter zu integrieren, um hier auch störsicherer zu sein. Ein ganz, ganz großer Vorteil von geberloser Sicherheitstechnik ist genauso, wie es bei geberloser klassischen Antriebsregelung ist. Der Verdrahtungsaufwand ist einfach sehr viel geringer, weil ich spare mir, plastisch gesagt, das Geberkabel. Ich habe nur noch eine Verbindung zum Motor, das ist nur noch die Energieleitung, die angeschlossen werden muss. Und ich habe da in der Folge eine ganze Menge Vorteile durch. Letztendlich geht es insbesondere um den Durchdrehschutz. Das ist das SMS, es geht um den Stillstand. Es geht um den Safe Torque Off, das ist STO genannt, und es geht auch um die sichere Rampe SS1 unter anderem. Insbesondere geht es dabei um Spindelantriebe, für die alle sicherheitsrelevanten Vorschriften notwendig sind. Nebenbei bauen wir auch die Vorschiebe mit Frequenzumrichtern. Auch dort sind einige der Sicherheitsfunktionen relevant. Und wir sind hier wirklich in der Lage, mit den normalen Verzögerungsrampen sozusagen einen Anhalteprozess zu implementieren, der eben sehr schnell zum Beispiel den Zugriff an die Spindel gewährleistet, was eben erhebliche Vorteile in der, einfach in der Zeit bringt, die ich entsprechend warten muss. Unser Standard sind Drehstrom-Asynchronmotoren, zweipolig, vierpolig. Wir bauen aber auch in letzter Zeit Synchron-Reluktanzmotoren oder auch Permanentmagnetmotoren ein. Das Umschalten von Sätzen in dem Safety-Modul bringt uns zum Beispiel in die Lage, dass ich zwischen Motore umschalten kann. Ich kann also nicht nur einen Motor an dem Frequenzumrichter sicher überwachen, sondern auch mehrere. Der Synchron-Reluktanzmotor ist thermisch besser geeignet wie ein Drehstrom-Asynchronmotor. Insbesondere im unteren Drehzahlbereich bleibt er wesentlich kühler, sodass ich schon unterhalb von 10 Hertz auch die Nennleistung abfordern kann, ohne Fremdlüfter. Ja, die größte Herausforderung war sicherlich die Diversität von Motortypen, die wir unterstützen wollten. Und es ist uns gelungen, dass wir eben halt nicht nur den klassischen Asynchronmotor unterstützen oder Synchronmotor, sondern zum Beispiel auch etwas speziellere Motorentypen, zum Beispiel Synchronreluktanzmotoren.